Ja, hey ho Leute, hier ist wieder der UFO-Mann. UFO-Mann ist wieder am Start. Und ich habe hier ein neues Mikrofon. Wartet mal, ich mache mal ein bisschen Sound, dann kommt das noch cooler. Oh ja. Okay, hier ist wieder UFO-Mann am Start. Ich habe ja am Dienstag die Minecraft-Folge verpasst, deshalb dachte ich, ich bringe jetzt mal einfach eine Doppelfolge. Minecraft ein bisschen rückläufig. Ich habe da schon wieder ein neues Spiel auf der Pfanne. Alter Schwede. Ja, ich habe mir extra hier die Sonnenbrille aufgesetzt und dieses neckische Hütlein. Und mit diesem Mikro kommt natürlich total professionell rüber, oder? So, und hier dieses Mikro habe ich von meinem Bruder. Der macht so ein bisschen Tonproducer. Und der hat mir ein altes Mikro von sich gegeben. Da ist ein gewisses Grundrauschen drauf. Ich habe auch keinen Plop-Schutz. Ich kenne mich auch noch gar nicht aus mit solchen Mikros. Ich habe auch keinen Bock, das nochmal nachzubearbeiten, hier von wegen Rauschen rausfiltern und so weiter. Ich wollte schon immer mal so ein Mikro haben. Deshalb probiere ich das jetzt mal aus und damit das so richtig cool und professionell rüberkommt, dachte ich mir, hier gleich bei meinem Minecraft-Let's Play mit Facecam, irgendwie habe ich so ein bisschen Gefallen gefunden an diesen Facecam-Sachen. Da kann man irgendwie so als alter Narzisst, kann man nicht Narzisst, sondern Narzisst von Narzisst, kann man so ein bisschen, also ein bisschen den Thomas Gottschalk raushängen lassen. Und jetzt wollen wir hier zusammen spielen. Minecraft. Schreibt doch mal in die Kommentare, brummt das jetzt sehr doll oder ist der Ton zu leise? Ist die Musik zu laut? Habe ich das richtig abgemischt? Ich habe den Eindruck, dass mehr Frequenzen von meiner Stimme rüberkommen mit dem Mikro als bei dem Headset-Mikro. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich dauerhaft dieses Mikro benutze. Wenn, dann muss ich mir wahrscheinlich noch einen Plop-Schutz kaufen. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich so ganz nah ran, wie ich sprechen muss. Man kann zwar hier für diese Charakteristik einstellen, aber ich bin da noch ganz ungeübt. Und wenn ich mich hier die ganze Zeit so verbiegen muss und so, ich habe sonst immer so bequem im Sessel gelümmelt. Ja, neckig war hier diese Mütze, die hat mir der Neffe von meiner Freundin aus Peru mitgebracht. Der war in Peru. Originale Peru-Mütze. Gibt natürlich Leute, die sind total trendy. Die haben so eine Mütze auch im Sommer auf. Hier auch in Berlin und so. Deshalb. Siehst du, jetzt habe ich hier wieder das Mikro. Ich habe hier auch keine Mute-Taste. Also, wenn ich huste, fliegen euch die Ohren aus dem Karton. So, dann werden wir mal anfangen. Und unser Spielladen, unsere super Sondersendung mit Facecam. Die Folge 398, 399, die wird jetzt so, wie sie ist, aufgenommen. Wenn ja der Ton vom Mikro zu leise ist oder es ständig übersteuert oder mir die Nase beim Let's Play abfällt, ist egal, das Ding geht so raus, wie ich es jetzt aufnehme. Und wenn die Hintergrundmusik laut ist, zu laut ist, dann haben wir Pech. So, jetzt geht's los. UFO-Mann am Start, Baby. UFO-Mann am Start. Seht ihr auch, wenn ich singe, dann gleich, was ich da hier immer für Grimassen beimache? So. Jetzt geht's hier runter, unseren Turm von Babel. Und jetzt will ich, was wollte ich eigentlich machen? Warum sind wir überhaupt hier hochgeklettert? War das noch auf der Flucht vor den. Geh mal ein bisschen näher ans Mikro. War das noch auf der Flucht vor den Monstrositäten? Vielleicht nehme ich die Sonnenbrille auch später mal ab, dann sieht man zwar irgendwie meine Augenringe, aber dann kann man schön meine mandelförmigen, rehbraunen Augen sehen. Aber ja, nicht Augenringe, Tränensäcke. Alter Sack hat auch Tränensack. Ja, alter Sack gleich Tränensack. Aber wir lassen mal die Sonnenbrille auf, um ein bisschen cooler. Ich meine, so diese ganzen coolen alten Rocker, die alten Musiker, die 70-Jährigen, die haben ja auch ständig Sonnenbrillen auf. Jetzt wisst ihr warum, damit man die Tränensäcke nicht sieht. Die Sonnenbrille ist ziemlich cool, die ist so richtig retro. Die habe ich für ohne Zuzahlung 0 Euro bei Fielmann bekommen. Um mal ein bisschen Werbung für Fielmann zu machen. Eine
eine 0 Euro. Ich glaube, ich habe die Gläser bezahlt. Sind ganz simple Glasgläser mit Stärke, aber das Gestell war umsonst. Ah, jetzt sind wir unten. Und ich finde die cool, die ist so richtig retro-mäßig. Ist keine Designerbrille, ist einfach nur eine total unmoderne Brille und dadurch ist sie irgendwie schon wieder modern. Wenn man sieht, die hat sogar einen goldenen Rahmen, Alter, krass. Starsky & Hutch, sage ich nur, wer das noch kennt. So, wir wollen ja jetzt, was wollten wir denn eigentlich? Haben wir Steine dabei? Bam, 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 bam. Ach ja, Klosterbau war angesagt und dann war hier irgend so eine verrückte Aktion, wo ich von den Monstern gejagt wurde und so. Ach ja, stimmt, hier mein Tunnel. Ich weiß jetzt, ach nee, Sand wollte ich abbauen, genau, ich wollte Sand abbauen. Wenn man die Musik jetzt natürlich nicht hört, dann ist es peinlich. Oh, mal ein bisschen Brot essen. Hier die Game-Geräusche höre ich gar nicht. Aber wir lassen das jetzt mal so. Ich werde hier nicht weiter rumspielen noch. Guck mal hier. Hier müsste ja irgendwo dieser Tunnel sein, wa? Wir werden mal ein bisschen Sand abbauen. Mal gucken, ob keiner guckt. Geht ja immer ganz zügig mit so einer Diamantschaufel. Was auch beim Headset ist die Lautstärke immer gleich laut. Und wenn ich jetzt hier weiter weggehe, glaube ich, wird es leiser. Wenn ich näher rankomme, wird es lauter. Und das finde ich so vom Komfort, finde ich das nicht so gut wie bei einem Headset-Mikro. Auch wenn es hier mit Podcast und kommt jetzt so Podcast-mäßig rüber. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt unbedingt so die Show machen will. Also wenn mir das zu anstrengend wird. Opa Zeron hatte ja auch mal in irgendeiner Folge, wo das noch neu war mit dem Mikro. Ach nee, da war er mal zu sehen. Da hat er sich mal gezeigt. Was war denn das? Eine Ankündigung? Keine Ahnung mehr. Da hat er auch gesagt, es ist ganz ungewöhnlich, wenn das Mikro vor einem steht. Vielleicht habe ich das auch falsch. Vielleicht muss das hier vor mir so stehen oder über mir hängen oder... bin da noch ein bisschen unerfahren. Hatte jetzt auch keinen Bock mehr, da so eine Bedienungsanleitung im Internet reinzuziehen. Ba, 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 ba. Und der Ton irgendwie, die Musik ist irgendwie vielleicht zu laut, glaube ich, die Hintergrundmusik. Und ich höre den Sound von Minecraft überhaupt nicht. Ich gehe doch mal noch mal kurz in die Musikgeräuscheabteilung. 100%, okay. Da werden wir aber diese Aufnahme hier nicht mehr rumspielen. Die läuft jetzt. Das ist hier die super Sonderaufnahme mit der Doppelfolge und der Facecam. Ich rutsche hier immer weiter runter, weil ich bin eigentlich so ein Krummsitzer. Und hier muss ich halt ein bisschen gerade sitzen. Ja, die super Sonderfolge hier. Und zwar die Folge 398 und 399, beide zusammen, wird hier heute gesendet am Donnerstag, dem 5. oder? Doch, am Donnerstag, dem 5.6. Ich weiß nicht, ob es schon raus ist. Ich will hier noch ein kleines Nebenbei-Projekt machen. The Forest, ziemlich cooles Spiel, so ein bisschen Minecraft für Erwachsene. Kann sein, dass ich ja schon mal eine Vorstellung jetzt rausgehauen habe. Sag mal, da brauche ich doch gar keinen Tisch. Das kann ich auch hier drin machen, wa? Vorausgesetzt, ich habe hier noch Sand. Aha, guck mal, geht wirklich. Ist ja cool. Bam. Warum hatten wir die Sanddinger eben nicht eingesammelt? Ba, 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 ba. Ufo-Mann ist wieder am Start. Ufo-Mann, da, 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 da. 00 Schneider im Schatten der Eidechse oder so. Habe ich gerade gesehen in so einer Zeitschrift. Die ist aber, glaube ich, schon eine Kinozeitschrift. Muss aber schon ein Jahr alt sein. Hat jemand von euch 00 Schneider im Schatten der Eidechse gesehen? Habe ich noch nicht gesehen. Ich finde das ja immer ziemlich genial. Ich bin nicht der Typ, der sich die Filme dann 10-mal anguckt. Aber die, wie ich bis jetzt von Helge Schneider gesehen habe, fand ich eigentlich sehr geil. Es ist ungewöhnlich, weil es ist ein bisschen anders, so wie man es gewöhnt ist, so Hollywood-mäßig. Es ist halt ein bisschen so, als wenn
jemand sich so richtig aus, aber ist schon ziemlich professionell. Also man sollte jetzt nicht sagen, das ist einfach nur Gülle. Was ich nicht so gut fand, war, glaube ich, das mit dem Jazz-Piano, weiß nicht mehr. Wobei, da waren auch ziemlich geile Stellen bei. Praxis Dr. Hasenfuß und so weiter, kennt er ja alles. Ah nee, doch, der war gut mit dem Jazz-Pianisten, doch, der war gut. Nee, die waren alle gut, die ich bis jetzt gesehen habe. Außer Praxis Dr. Hasenfuß, außer das mit der Eidechse, im Wendekreis der Eidechse, habe ich noch nicht gesehen. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie mal zu komme, weil ich jetzt hier, ich habe hier gar keinen, der sich mit dem mit mir zusammen anguckt. Alleine habe ich keine Zeit, dann nehme ich lieber Let's Plays auf, hier richtig professionell. Mit einer lustigen Peru-Mütze und hier mit diesem Mikro. Habe ich schon erzählt, dass sie mir jemand aus Peru mitgebracht hat? Jo, meine lieben Freunde. Let's Play mit UFO-Mann. Facecam macht Spaß. Vielleicht mache ich öfter mal Facecam. Weiß noch nicht genau. Dabei, ich bin jetzt auch nicht so eitel. Ich bin jetzt nicht so... Ich halte mich im Gegenteil. Ich halte mich für einen hässlichen alten Sack. Aber... Ich bin jetzt nicht so eitel, dass ich mich schäme, mich zu zeigen oder so. Habe ich gar kein Problem mit. Und wenn da irgendeiner mal reinschreibt, Alter, dein Gesicht mit Facecam aufzunehmen ist eine Sünde. Dann lösche ich den Kommentar. Nee, so, meine lieben Freunde. Ich mache mir irgendwie einen Kopf, aber irgendwie mache ich mir auch keinen Kopf. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Man macht sich irgendwie überhaupt keinen Kopf, aber man macht sich doch einen Kopf. Weißt du, was ich meine? Man macht sich irgendwie eine Rasse, kann man auch sagen, in Berlin. Ich mach mir eine Rasse. Oder macht ihr doch nicht so eine Rasse, Alter? Weiß auch nicht, woher dieser Begriff kommt. Dass man zum Beispiel macht sich keinen Kopf, innerlich macht man sich einen Kopf, aber äußerlich macht man sich keinen Kopf, um den anderen Leuten oder den anderen Kraft zu geben, indem die sagen, guck mal, der macht sich keinen Kopf und das motiviert uns. Ich bin schon wieder zusammengesackt hier. Ich mach mal kurz einen Test. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist UFO-Mann. Ich habe keinen... Plopschutz dabei. Ich habe keinen Plopschutz in der Hosentasche. Und immer wenn ich Plop sage, müsste eine Plobastischer Effekt entstehen. So, das war mal kurz ein kleiner Test. Da war er wieder. Das tut mir sehr leid. Mit meinem chronischen Husten hier, es hört sich auch überhaupt nicht gut an. Und ich habe halt hier keine Mute-Taste dran an dem Mikro. Da muss ich jetzt ein bisschen drauf achten. Ich schneide das auch später mal raus. Würde Opa Zeron jetzt sagen. Der Running Gag bei Opa Zeron. Der Huster wird rausgeschnitten. Habe ich ja die ersten... Müsst ihr mal reingucken, Opa Zeron. Macht coole Minecraft-Let's Plays, wenn er noch nicht kennt. Was wollte ich denn sagen? Was wollte ich denn jetzt sagen? Meine Gedanken sind jetzt bei Zordan gelandet, weil ich eben dachte, es ist ja auch Zordan gegenüber ungerecht, wenn ich hier immer Werbung oder meine anderen Leute, die oben in den Tipps drin stehen, rechts meine Tipps, müsst ihr mal reinschauen, steht da. Da sind halt so links von so ein paar Kanälen, die ich im Prinzip gut finde. Sind nicht alle Kanäle, die ich gucke, sind aber so etwas kleinere Kanäle, die ich halt so gerne unterstütze, wo ich mich freue, wenn die auch abonniert werden und wenn die gefunden werden und die ich eben auch selber gut finde. Da ist eben auch der Zordan bei und der macht auch ziemlich coole Minecraft-Let's Plays. Dann gibt es noch den dieses Gedächtnis. Verzeih mir, Androplay. Du weißt, dass ich deinen Namen hundertprozentig weiß. Ich musste jetzt nicht überlegen, wer Androplay ist. Spätestens nachdem Androplay jetzt selbst auch schon Facecam-Sachen gemacht hat. Selbst den Zordan hat man letztens mal zu Gesicht bekommen. Finde ich total cool. Ist so ein bisschen so, als wenn sich alle outen. Aber ist halt auch nicht jedermanns Sache. Und ich werde auch garantiert nicht jedes Let's Play hier mit Facecam machen. Nur so, wenn mir danach ist. Weil es sind doch immer ein bisschen Vorbereitungen. Da muss ich immer hinten jetzt neuerdings hänge ich so ein bisschen ab. Den Hintergrund so mit alter Bettwäsche. Um so einen Studio-Effekt zu erreichen.
dann hier so eine Mütze aufsetzen, dann steht man stundenlang im Bad und schminkt sich und Make-up und Masken bilden, dann wird hier so ein kleiner 3-Tage-Bart rangeklebt, die Sonnenbrille muss geputzt werden, dann werden die Falten so ein bisschen weggezogen, da gibt es so vom Maskenbildner, das wird so nach hinten gezogen und hinten festgeklebt. Das dauert alles, die ganzen Vorbereitungen, 2 Stunden, dann muss das Licht richtig stimmen, weil wenn ich jetzt so mache, sieht es nicht so gut aus, da sieht man mehr die Falten. Und wenn ich so mache, ist es ein bisschen besser. Mit dem Ton weiß ich ja nun gar nicht, wie das wird, aber wie gesagt, ich werde die Sendung trotzdem raushauen. Jetzt bin ich ganz weggekommen von Opa Zeron. Na jedenfalls da bei mir könnt ihr da bei den Kanaltipps da einige Leute rein, könnt ihr reingucken. Achso, ja, Opa Zeron, da bin ich wegen dem Mikro drauf gekommen. Und der hatte halt auch, es war für ihn ungewöhnlich, da so ein Mikro vor der Nase zu haben, weil er auch vorher immer mit Headset gemacht hat. Wobei aber die anderen sind viel professioneller als ich. Ich bin ja mittlerweile so auf nicht so viel Zeit aufwenden, sondern mehr Videos raushauen. So ganz, nee, es liegt aber nicht unbedingt daran, dass ich hier den Videoraushauer vor dem Herrn machen will, sondern dass ich irgendwie so viele Spiele gerne vorführen möchte und vorspielen möchte. Und da ist einfach der Kompromiss, dass ich nicht so lange an der Videobearbeitung sitze, sondern mehr aufnehme und dann sind sie fertig. Ja. Und wenn ich jetzt nachträglich das Ganze nochmal durch Audacity jage und dann nochmal doppelt, das geht, das ist mir einfach zu lange. Es war mir von Anfang an zu lange, für so ein 20-minütiges Video eine Stunde oder anderthalb. Tut mir leid, Leute. Dann gibt es bei mir nicht super geile Qualität. Da müsst ihr, wenn ihr so richtig gute Qualität haben wollt, müsst ihr dann woanders gucken. Zum Beispiel auch bei Zordern oder bei Opa Zeron. Oder bei sonst sowas. Für anderen Let's Playern. Kann man ja zur Not auch noch gucken, wie den Gronkh zum Beispiel. Ich habe gestern letztens von Gronkh, ich muss ja mal sagen, von dieser ganzen, ich habe letztens zum ersten Mal gesehen, einen namens Beam heißt der, oder Bean. Fand ich ganz gut, der hat eine ziemlich coole Stimme, ich kenne die alle nicht. Ich habe ja niemals, als ich in die Let's Player-Szene in Anführungsstrichen reingekommen bin, war ich ja hier gleich im Untergrund, habe dann Opa Zeron kennengelernt und hab jetzt hier eine Abo-Liste, keine Ahnung, ich habe jetzt mittlerweile 40 Abos oder so und davon sind, glaube ich, 90% kleine Let's Player, die ich gucke. Muss den Gronkh, den fand ich von Anfang an ganz gut und nicht, weil er so erfolgreich ist oder so, weil ich habe, gibt es auch andere Sachen, die ich mir so reingezogen habe, nicht nur Let's Player-mäßig, sondern auch, ihr merkt schon, ich baue hier wie ein bescheuerter Sand ab, aber dafür habe ich hier heute voll die Moderationslust. Wie hieß denn dieser Typ, der immer diesen, wie heißt denn der immer diesen Rap-Battle macht? Wisst ihr? Fand ich immer ganz lustig so, aber was er erzählt, finde ich eigentlich total schwachsinnig. Er provoziert zwar, wie heißt denn? Julians Blog. Ich finde es zwar ganz cool, dass er so anti ist und so provoziert und so, wie nennt man denn das? So, ne? Ja, durch die Art und Weise ruft er halt eine große Reaktion an, also er beruft Diskussionen hervor. Ist ja bei Gronkh auch teilweise manchmal, wenn der da so politisch unkorrekt ist oder so. Der spricht ja auch so frei von der Leber weg. Aber diesen Julian, den finde ich halt blöd, weil, falls er den kennt, der ist mir halt so... Er ist mir einfach zu selbstbewusst, weißt du? Er hält sich eben meiner Meinung nach tatsächlich für den Größten. Und also er spielt nicht ein Typ, der sich für den Größten hält, sondern er hält sich wirklich für den Größten und der denkt halt wirklich, die anderen sind alle doof. Natürlich, wenn er jetzt sagt, da und katholische Kirche ist viel zu streng oder keine Ahnung. Aber weiß nicht, ob ich da schon mal Selbstkritik rausgehört habe bei dem Typen. Gut, der wird doch total zugehatet. Auch von diesen Rappern da. Okay, da führt er sich selbst ein bisschen vor. Die dürfen ja auch dann gegen ihn singen und so bei seinem Rap-Battle da. Wird der auch
derbe beschimpft auch von seinen ganzen komischen. Ist auch egal, ich will da gar nicht weiter ins Detail gehen. Jedenfalls gibt es auch bekannte YouTuber, die ich halt überhaupt gar nicht gut finde. Deshalb wollte ich nochmal sagen, ich habe mich jetzt nicht auf Gronkh fixiert, weil der jetzt so berühmt ist, sondern Gronkh ist ja auch einer der Älteren schon. Zwar noch lange nicht so alt wie ich. Ja, er könnte ja mein Urenkel sein, aber ist halt ein etwas älterer Let's Player. Dementsprechend ist es auch relativ geistvoll, was er erzählt. Es gibt ja noch seinen Kumpel, diesen Sarazar oder wie der heißt, Sarazar, keine Ahnung, die sind ja jetzt zusammen in den USA, glaube ich. Habe ich mir auch mal ein paar Folgen reingezogen, als sie gemacht haben, was war das für ein Spiel? Da haben sie ein Let's Play Together gemacht, jetzt im Winter mit Dark Planet oder wie das Ding hieß. Fand ich ganz gut. Ist auch ganz witzig, wenn die zusammen, aber jetzt hier den Sarazar mir als alleine nochmal reinzuziehen, der, was bei Gronkh halt auch ausmacht. Honeyball habe ich gesehen, naja, ist ein einziges Gekreische und Gefiepe, ist auch nicht so mein Ding. Da gibt es viele andere weibliche Let's Player. Zum Beispiel kann ich ja mal sagen, falls er kennt, Damakash. Die habe ich aber noch nicht verlinkt. Die gucke ich regelmäßig. Damakash. Dann die Julia drin. Gucke ich regelmäßig. Die sind zu groß. Also die sind, also weißt du, ich versuche eben nur so kleinere Let's Player bei mir in den Kanaltipps zu verlinken. Und das sind schon etwas größere. Werden sie zwar selber sagen, nein, ich bin nicht größer, aber keine Ahnung, die haben dann halt schon 800.000, weiß ich nicht. Julia drin hat, glaube ich, schon 6.000 Abos, weiß ich nicht. Ich glaube, die brauchen dann nicht so viel. Ach, ich weiß auch nicht. Jedenfalls, die gucke ich ganz gerne. Dann weibliche Let's Player. Dann gibt es jemanden noch, die. Da fällt mir immer der. Also, wir haben jetzt Damakash. Abonnieren, reingucken. Dann Julia drin. Abonnieren, reingucken. Besser als Honeyball, beide. Ach, jetzt habe ich das. Ich habe das Bild habe ich vor Augen. Die hat so dieses schwarze Symbol mit dem Joystick. Und normalerweise ist mir das absolut. Ich weiß, sie hat sich jetzt so ein bisschen auch zu so eine Mischung gemacht. So ein bisschen Vlogs und so. Nicht nur Let's Plays. Oh, ich bin so ein Trottel, dass ich das vergessen habe. Ich gucke die jede Woche. Ich guck die ständig, wenn die ein neues Video rausbringt. Elwuns Gaming Blog. Ja. Das ist die dritte Let's Playerin, die ich gucke. Und dann gibt es noch eine vierte Let's Playerin, die ich auch. Fünf gucke ich noch. Da gibt es noch. Ah, warte mal. Haha. Das will ich euch jetzt einfach mal erzählen. Ich gehe mal ganz kurz hier in meine. Weiß nicht, ob das jetzt aufgezeichnet wird. Ich glaube nicht. Gehe mal kurz hier in meinen Verlauf rein. Und dann kann ich euch ja mal ein paar Namen nennen von Let's Players, die ich so gucke. Aber jetzt nur die, die ich wirklich ganz gut finde. Also hier, den habe ich neu entdeckt. Machen wir ein bisschen Werbung. Den habe ich hier neu entdeckt. Nordrhein TV Play, der macht, ist spezialisiert auf Simulation. Den finde ich ganz gut. Ist auch sehr klein und ist immer, der ist auch immer sehr, sehr authentisch. Also der habe ich manchmal den Eindruck, der ist so ähnlich wie bei mir. Der bereitet sich nicht so sehr auf die Let's Plays vor, geht halt gleich blind rein. Und manchmal weiß er dann halt manche Sachen noch nicht oder erarbeitet die sich während des Let's Plays. Und ja, das finde ich einfach gut. Das ist bodenständig, nicht so showmäßig, ja. Ja, Gronkh gucke ich sowieso. Ja, hier haben wir Damakash, die macht gerade Lego Harry Potter. Die hatte jetzt ein ganz geiles, was war das nochmal? Sherlock Holmes Let's Play, da habe ich jede Folge geguckt. Sehr geiles Spiel. Dr. Prof, den habe ich schon seit ein paar Monaten entdeckt, finde ihn richtig cool. Der macht gerade Watch Dogs. Und dann hat er noch, naja, Wolfenstein macht er auch. Ah, genau, und jetzt haben wir hier Shivas Tochter, die finde ich auch geil. Die macht so Sachen wie so Wimmelbildspiele, eigentlich so richtige Mädchenspiele. Finde ich aber gut, gucke ich gerne rein. Manchmal hat die auch einen Besuch da. Ich glaube sogar die Julia drin und dann machen sie zusammen und da wird ganz viel gekichert und gelacht und so. Gucke ich einfach gerne. Was haben wir denn hier noch? Den Shadow Skulls, ja,
Wisser, alle Shadow Skulls, Minecraft, mal vorbeigucken. Gameheart gucke ich noch ab und zu mal. Die sind ja auch hochgepowert, so viele Abonnenten bekommen. Opa Zeron ohne Frage, klar. MS Standard kann ich empfehlen. Den gucke ich sehr gerne. Neu entdeckt habe ich Tom Io, aber da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Weiter geht's. Mr. Angezockt, ja, der ist auch cool. Der ist auch noch nicht so groß und der macht immer nur mit Facecam. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich wackel jetzt mal hier so ein bisschen mit dem Stuhl. Mr. Fleck, sehr geil. Mr. Fleck, müsst ihr mal reingucken. Ote LP, der hatte jetzt eine Pause, der hat wieder angefangen. Sehr unterhaltsam. Ote LP, der spielt gerade. Heute hat er Shittissen, ich kann es immer nicht aussprechen, Arena Commander Alpha Star Shittissen rausgebracht, mal so ein erster Eindruck, aber der hatte was anderes noch gehabt. Dieses mit diesem toten Polizisten da, das hat Gronkh gerade auch angefangen. Entschuldigt bitte, wenn ich mir nicht die Namen von allen Spielen merken kann, vielleicht taucht es noch auf. Ja, Julia drin, klar. Shivas Tochter habe ich schon erwähnt, ja. Mr. Fleck, ja. Mal weiter gucken, ob hier noch was. Der Dune Deinisch, alles klar, logisch. Minecraft Let's Play, Dune Deinisch. Dr. Prof, Verteidigung hatte ich schon. Nagrash LP. Der hatte damals, der macht nur Rollenspiel Let's Plays, aber auch ziemlich hartnäckig. Und wenn er mal nur eine Folge pro Woche rausbringt, immer weiter, der macht immer noch das schwarze Auge, was ich damals mal angefangen hatte, das hat er immer weiter gemacht, der ist jetzt bei Folge 60 oder so, das macht auch einen guten Let's Player aus, ist ihm scheißegal, ob da nur 3 Aufrufe sind oder 15 oder so, ist so ähnlich wie bei mir, natürlich freut man sich immer, aber man muss halt immer weitermachen. Es ist cool, wenn du hast. Ich bin so glücklich. Ich habe jetzt 330 Abonnenten. Das ist so geil. Ja, ich fühle mich schon richtig so ein bisschen größer als klein. Wisst ihr? Aber ich habe trotzdem keine Ahnung, wenn es hochkommt, so 40 Aufrufe. Aber manchmal auch nur 8 Aufrufe. Ja, also es bleibt dabei. Es wird nicht so viel geguckt. Aber diese Abos, manch einer, ja, Abo-Jagd, was ist denn daran so wichtig, wie viele Abos man hat, die Aufrufe zählen und so weiter. Nee, die Abos sind für mich heißt ein Abo nicht, dass ich habe einen neuen potenziellen Zuschauer. Aber das Wichtigste bei einem Abo ist für mich, dass, jetzt wird wahrscheinlich ohne den Plopschutz werden hier ständig Übersteuerungen sein, es wird doch alles zu leise sein, müsst ihr richtig aufdrehen zu Hause, die Anlage. Ich bin jetzt hier noch auf der Seite, entschuldigt bitte, im Hintergrund seht ihr wahrscheinlich das Minecraft-Bild, vielleicht bin ich auch schon tot. Ach nee, das ist ja langweilig für euch, ihr seht ja die ganze Zeit diesen, ach so, ihr seht ja mich noch, ist ja Facecam. Hallo! Was wollte ich sagen? Ja, und für mich sind Abos halt sowas wie Likes. Ein Abo heißt, ich finde dich gut, ich finde deinen Kanal gut, ich finde gut, was du machst und deshalb abonniere ich dich. Und deshalb weiß ich, da sind 340 Leute, die finden das gut, was ich mache und das ist sowas von geil. Das ist richtig cool. Ja, und wenn ich da nur 7 Aufrufe, 8, ich sehe ja die verschiedenen Geschmäcker. Manchmal mache ich Minecraft, manch einer guckt es gar nicht, wobei da habe ich die meisten Aufrufe, weil ich ja damals über die Opa Zeron Community. Ich habe ja auch nur Minecraft gemacht und so weiter. Und da haben wir halt viele Minecraft-Freunde hier in unserer Gemeinschaft. Ich bin ja auch so einer. Obwohl ich jetzt ein bisschen zurückgefahren habe mit der Menge an Minecraft, was ich bringe. Diese Folge wird halt hier so ein Commentary-Ding, Vlog, Dingsterbums. Wir haben ja auch nur Sand abgebaut. Und ja, ist einfach super cool mit diesen Abos, ja. Und wenn ich 20 Aufrufe habe bei 80 Abos oder 20 Aufrufe bei 360, sind einfach mehr Likes. Abos sind Likes. Dankeschön. Finde ich total cool, Leute, mit diesen Abos.
Ich wollte aber noch mal gucken, ob ich hier Delfino, ein Let's Player, den ich gucke. Gardaroll, den gucke ich schon ziemlich lange. Der ist ganz gut, der macht ganz, aber er ist sehr, sehr kommerziell. Also er hat da so einen Trailer und in jeder Videobeschreibung ist halt ein Link, hier kauft über diesen Link die Spiele. Und da merkt man halt, der will auf Biegen und Brechen auch Geld verdienen. Ich glaube, der hat auch schon 12.000 Abonnenten. Er ist aber gut, ich gucke den sehr, sehr gerne. Ich finde Gardaroll sehr gut. Man möge mir verzeihen, wenn ich ja jetzt Scheiße erzählt habe und das verwechselt habe und das dann jemand anders ist. Und mit diesem Aufbiegen und Brechen Geld verdienen, das könnt ihr auch gleich wieder streichen. Weil wie jeder Let's Player hat er halt genauso diesen Plan oder diese Fantasie oder diese Hoffnung, dass man das zum Beruf machen könnte und dass man im Prinzip, so wie Gronkh es ja machen kann, im Prinzip immer nur Let's Plays macht als Beruf. Damit ist natürlich gekoppelt, dass man im Prinzip Werbeträger ist, dass man dann Werbung macht für diese Spiele. Ich kann mir das noch aussuchen, was ich spiele. Naja, Gronkh natürlich auch. Aber irgendwann ist vielleicht ein Punkt erreicht, wo die Leute dann sagen, bei mir zum Beispiel könnte Tropico 5 spielen oder ich könnte spielen, keine Ahnung, was hier, was gibt's denn hier? Landmark. Geiles, neues Independent. Ich kann nicht alle Spiele kaufen. Ja, und dann schreibe ich dir eine E-Mail und sage, hey, du und du. Und dann sagt er, ja, wenn du unser Let's Play machst, dann kriegst du das Spiel kostenlos sowieso. Aber du kriegst, wir geben dir einen Link und für jedes gekauft, wenn jemand ein Spiel kauft, kriegst du von uns 2 Euro. Sagen die von Tropico 5, Ubisoft. Die andere Firma sagt, Independent-Firma sagt, von uns kriegst du 30 Cent für jedes Spiel. Und das kannst du natürlich sagen, wenn du Geld verdienen willst, bei 100.000 Aufrufen oder so. Okay, ich mache das Let's Play und so weiter. Ihr wisst, was ich meine, ja. Da geht es dann halt ums Geld verdienen. Aber, hallo Leute, bei uns natürlich noch nicht. Bei uns geht es noch nicht ums Geld verdienen. Gardaroll, genau, der hat ein Factorio-Let's Play, ganz hartnäckig. Da ist er jetzt bei Folge 123, ist der Hammer. Jo, was haben wir hier? Panda-Papst, cool, gucke ich gerne. Zordan von Dragenhort, den hatte ich ja vorhin schon erwähnt. So, jetzt wiederholt sich das ein bisschen, sind ja doch nicht so viel. Mega the Gaming gucke ich auch ab und zu mal rein. Die kenne ich noch aus den Zeiten, wo ich Vlogs nur gemacht habe oder Comedy-Zeugs so. Der ist auch ziemlich aktiv, der Predator Anakin. Predator Anakin. Der macht gerade Medieval Warfare. Ich glaube, warte mal, ich guck mal ganz kurz rein. Ich glaube, es ist ein ziemlich Jungscher. Ist der das? Warte mal. Lass mich doch einfach mal in Ruhe die Dorfbewohner treten. Genau. Also die Stimme hört sich sehr jung an. Ich finde ihn aber gut. Der ist auch so natürlich, so authentisch. Mister angezockt. Okay, und so weiter und so weiter. Ich will euch jetzt hier nicht ein Ohr abkauen. Die Doppelfolge ist auch gleich vorbei. Wir haben jetzt hier einen gewissen Grundriss gebaut für unser Kloster. Es reicht bei Weitem nicht, sehe ich gerade. Es wird ja ein Kinderkloster, ein Zwergenkloster. Nee, das muss größer werden. Es muss auf jeden Fall größer werden, aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Falls ich jetzt die ganze Aufnahme versaut habe und der Ton nicht stimmt und pipapo, wäre das blöd, wenn ich jetzt eine Stunde aufnehme oder so. Das war die Sonderfolge, Commentary-mäßig, Werbung auch für Let's Player. Hat sich einfach so ergeben, habt ihr ja vielleicht gemerkt, aus dem Nichts heraus. Die Folge 398, 399 zusammengefasst und ich habe extra hier so ein bisschen einen auf professionell gemacht, habe ein bisschen was über Let's Player erzählt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Ich suche hier schon mal diese Aufnahme-Stopp-Taste, die F9, das ist ja eigentlich auch bei dem Programm, was ich benutze. Und sage an dieser Stelle auf Wiedersehen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns nächstes Mal und vergesst nicht einen Daumen hoch. Ich sehe das immer wieder, Leute, ihr vergesst den Daumen hoch zu geben. Wenn da 40 Zugriffe sind, dann sind nur 5 da. Ach so, vielleicht haben es nur 5 Leute geguckt und der Rest sind Zufallsklicks. Okay, lasst das, vergesst das mit den Daumen, macht wie ihr wollt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier bei Minecraft. Tschüss.